Kennst du diesen Ort? Mitten in der Schweiz, in den Berner Alpen, steht ein wundervolles Gebäude mit einer prachtvollen Aussicht auf zwei Seen. Sowie den Eiger, den Mönch und die Jungfrau. Komm mit uns auf die Harder Kulm. In Interlaken, der bekannten Stadt zwischen dem Brienzer und dem Thuner See, führt nahe dem Bahnhof eine Standseilbahn etwa jede halbe Stunde hoch zur Harder Kulm. Geheimtipp: Kaufe die Tickets über die App und dann kannst du an der Warteschlange links vorbeigehen. Oben angekommen hast du direkt einen wundervollen Ausblick vom Brienzer See über Interlaken hinweg bis zum Thuner See. Von der Bergstation bis zur Harder Kulm sind es nur ca. 5 Minuten. Wenn du dann Lust auf eine kleine Wanderung hast, empfehlen wir dir den Harder Kulm Rundweg. Dafür gehst du einfach quer über den Spielplatz und dann in den Wald hinauf. Du solltest aber schon festes Schuhwerk tragen. Der Weg ist am Anfang durchaus mit vielen Wurzeln und Steinen versehen. Auch geht er quasi direkt für ein paar Meter steil hinauf. Aber es ist durchaus kinderfreundlich und auch für untrainierte Personen gut zu schaffen. Für Kinderwagen ist der Weg leider nicht mehr geeignet. Aber wenn du deine Hunde mitnehmen möchtest, ist die Strecke ideal dafür. Auch im Hochsommer hast du durch die ganzen Bäume sehr viel Schatten. Je nachdem, wie schnell du gehst, gelangst du nach ca. 2,5 Kilometern und 60 bis 90 Minuten wieder zurück zur Harder Kulm. Hier kannst du sowohl einen leckeren Snack zu dir nehmen, wie auch auf die Plattform gehen, von der aus du eine prächtige Aussicht bis auf den Thuner See hast. Das ist wirklich ein tolles Panorama. Der Ausflug ist für Familien mit lauffähigen Kleinkindern und auch Personen mit Hunden sehr zu empfehlen. Die Harder Kulm wird auch als Top of Interlaken bezeichnet und tatsächlich kann man diese Aussage so unterschreiben. Nach einem Besuch auf der Harder Kulm kannst du dann entweder noch eine Schifffahrt auf einem der beiden Seen genießen oder auch durch Interlaken schlendern. Hat dir der Bericht gefallen? Dann lass doch gerne ein Like da. Und wenn du noch mehr Ausflugtipps in der Schweiz kennenlernen möchtest, freuen wir uns auf dein Abonnement.